Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Nachdem ich es geschafft habe, im anderen Cup, in dem Primärcup wieder Punkte zu verlieren, ich war wieder kurz vor 2-7, habe ich mich jetzt dazu entschieden, mich in der Meisterliga hier nochmal zu versuchen. Und ich bin ehrlich, die liegt mir einfach nicht. Ich bin kein Meisterligaspieler. Dass du hier reinkommst, ist gar nicht so verkehrt. Ich darf halt nur keinen Gegenstoß abbekommen. Den will man nicht. Es gibt kein Szenario, wo man Bock auf einen Gegenstoß hätte. Dass du das machst, finde ich gut. Das finde ich ehrlich gesagt gut. Es war zu erwarten, dass du versuchst, einen Psychostoß abzufangen. Da lassen wir uns aber nicht drauf ein. Und wir gehen halt direkt raus. Direkt in Iveltal. Und das ist ein geiles Pokémon. Eine sehr geile Antwort gegen dich. Eine wirklich, wirklich starke sogar. Durch unseren Unlichttypen haben wir ein vorteilhaftes Matchup. Und das ist klasse. Wir können jetzt gleich einen Sternenhieb überleben und, oder? Aber weißt du was? Wir farmen dich jetzt komplett runter, denn ich weiß nicht, ob ich einen Sternenhieb mit den nächsten Sofortattacken problemlos überlebe oder ob ich da drauf gegangen wäre. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber das versuchen wir jetzt einfach. Ich will hier keinen doppelten Schild reinstecken. Kann ich das überleben? Wie viel Schaden macht das? Es ist überlebbar. Das ist gut. Kommt Costoso wieder rein? Nein, die Fee. Da kommt die Fee. Und da wollen wir natürlich das hier einsetzen. Und Costoso spielt in der Regel mit einem Kampfmove und Gegenstoß. Von daher sieht das nicht schlecht aus. Dann können wir auch hier mit wieder reinkommen. Und Mewtwo hat ein gutes Matchup gegen dich. Ein ganz, ganz nettes sogar. Darf man nicht unterschätzen. Mewtwo ist wirklich stark. Wirklich, wirklich stark. Der Knuddler kommt, du könntest jetzt abfangen, wenn du lustig bist. Tust du auch. Du tust das. Willst du schilden? Hast du Interesse dran, diese Attacke zu schilden? Oder was ist dein Plan? Ja, okay. Finde ich nett. Dann gehen wir raus und an sich tun nur noch deine Sofortattacken weh. Du weißt es. Du willst nicht mit Kraftkoloss und Gegenstoß gegen meinen Zeichen spielen. Also gibst du auf. Verständlich, Mr. Fatboy. Ich glaube, das war dein Name. Legendenrang war erreicht und der Spieler hieß, glaube ich, Fatboy. Interessantes Team. Costoso ist spicy, gefällt mir, hat auf jeden Fall was. Und wir schauen weiter. So, der erste Kampf hat mir jetzt mehr Spaß gemacht als der Primärcup. Aber der Primärcup würde mich vielleicht auch mehr Spaß machen, wenn ich da direkt mit einem Win einfach ganz entspannt in die Kämpfe reinstarte. Das war nämlich in den Videos, die ich aufgenommen habe, leider nicht so. Weshalb ich mal schauen muss. Vielleicht kann man hier wieder ein bisschen was rausholen. Führung ist gut, wir machen 7 Sofortattacken. Das passt dann nämlich mit dem Einäschern. So, wir sind jetzt 5, 6, 7. Dann passt das mit dem Einäschern. Und das sieht dann wirklich, wirklich gut aus. Denn bei 1, 4 und 7 wollen wir einsetzen. Bam. Schaden ist real. 1, 2, 3. So. Wenn das Läuterfeuer ist, brauchst du, glaube ich, immer 3 Moves dafür. Das heißt, jetzt können wir wieder ein bisschen was machen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Dann setzen wir ein im Gleichstand. Das ist mein Plan gewesen. Ich habe mega viel Energie auf meinem Pokémon. Falls du schildest, können wir das auch noch machen und dich danach, denke ich, outspeeden. Gerade durch die Energie, die wir haben. Wenn das Läuterfeuer ist, brauchst du tatsächlich noch 3 weitere. Oh, es ist ein Schutzflug. Interessant. 1, 2, 3, 4. Jetzt können wir ganz entspannt einsetzen. Und wenn du schildest, ja okay, dann gehst du halt trotzdem danach drauf. Und wenn du nicht schildest, ist es auch okay. So, was passiert jetzt? Wahrscheinlich ein Dialga, ne? 1, 2, 3. Ah, vielleicht wäre Psychostoß gut gewesen, da ich glaube, ich 2 geschafft hätte. Das hier ist aber der rohe Schaden, den wir rausbekommen. Und den nehme ich. So, ja, Doppeldings wäre geil gewesen. Doppelpsychostoß, das wäre schon richtig fett. Jetzt können wir hier mit reinkommen. Komplett runterfarmen, da wir eine Resistenz gegen alles haben, außer gegen Drachenpuls. Aber wie wahrscheinlich ist es schon, dass du das spielst? Es ist scheinbar nicht so wahrscheinlich. Perfekt. Da kommt eine Fee und wir gehen in unsere Fee. Ja, du hast mit Ruckzuckhieb das vorteilhaftere Matchup. Ganz klare Kiste. Du machst neutralen Schaden und ich resistierten. Ist okay.
können wir machen. Leider stecke ich keine zwei Knuddler weg, weshalb das für mich ein bisschen schwierig wird. Die Frage ist, habe ich durch meinen Move die Möglichkeit, vor dem zweiten Knuddler da zu sein, bevor du den hast? Oder hast du deinen früher? Es wäre schon wichtig, den zu erreichen. Es wird leider nichts. Holy Macaroni. Ist das so gut mit Knuddler? Oder ist das hier schon der andere Move? Ist es mit Knuddler, mit Ruckzucki so viel besser? Leider gehe ich hier drauf, meine Freunde. Ich kann das hier nicht holen. Ich kann das nicht holen, auch wenn ich den Anfang so gut ausgespielt habe, wird das leider nichts mehr. Ja, das wird nichts. Schade. Echt schade. Ist man mit Ruckzuckhieb so viel stärker? Wer von euch Analytik-Freaks hat denn mal für mich kurz Zeit und schreibt mir einen Kommentar, dass das im Mirror-Match gut ist? Das habe ich mir schon gedacht, wegen den neutralen Schaden. Aber ist man damit generell schneller bei den Attacken? Weil dann gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, Standpauke zu spielen. Das ist nicht so geil. Ich habe eigentlich gedacht, Standpauke ist vielleicht die bessere Möglichkeit, das zu zocken. Wir schauen einfach mal. Wir setzen bei 7 ein. Es ist kein Gleichstand gewesen. Du hast jetzt einen Spukball. Machst du noch mehr Attacken? Machst du noch mehr? Das heißt 1, 2. Sind das Unheilböen oder doch nur ein Spukball? Was macht man? Was tust du Unheilböen? Die hat man bei 6. 1, 2. So, wirst du danach blind einsetzen? Ich würde ganz gerne dann rauswechseln. Geratina und dann kommt gleich Insation rein, ne? Was auch sonst, bitte setz ein. Nein, tust du nicht. Stahlobürchen. Ja, mein Freund, wir können dich komplett snipen, wenn du dich dann darauf einlässt. So ein Fokusstoß, den überlebst du nicht. Du kleines, stahlmäßiges Maulwürfchen, da kriegst du extrem auf deine Schnute, wenn du das durchlässt. Die Frage ist, Mr. Stahlwurf, wirst du das durchlassen oder darf ich dich wegklatschen? Kuckuck, ich bin's, ein Fokusschuss, hau rein. Alles klar, Wechsel ist safe. Das Giratina wird immer noch Probleme gegen mich haben. Ich habe zu viel KP und kann immer noch zu viel wegstecken. So, das hier ist spannend. Schaffe ich noch einen Fokusstoß? Es sieht ganz danach aus, es sei denn, er fängt ihn ab. Bitte schaff ihn, bitte schaff ihn. Mr. Meister Sation. Digga. Nächster Fokusstoß? Schade. Wäre zu geil geworden. Es wäre zu geil geworden. Jetzt gleich wird halt knifflig, ne? Jetzt gleich wird halt richtig, richtig knifflig. Es wird nicht leicht. Mit einem Schild und meinem Sation wird das alles andere als leicht. Ein Spukball tut nicht so sehr weh wie ein Move von dir. Du wolltest abfangen. Das heißt, ich kann den Spukball erstmal durchlassen. Und danach müssen wir gucken. Leider mache ich drüben... Guck mal, wie viel Energie kann ich mir eigentlich holen? Ich mache drüben nicht genug Schaden mit einem Move. Ich brauche zweimal Nahkampf, um dich zu besiegen. Wie viel Energie hast du? Ich habe jetzt versucht, das Maximum rauszuholen. Ich hoffe, dass ich das Maximum schon am Start habe. Dass ich genug Energie geholt habe und du nicht zwei Attacken schaffst. Denn ein Fokusstoß dürfte nicht ausreichen. Ja, nee, du hast die vollen KP. Du bist auf Level 50. Ich hoffe, ich kriege das hier noch hin. Es wird knifflig. Habe ich die zwei Attacken ready gehabt? Oder noch nicht? Das hat doch schon gereicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es ausreicht. Ich dachte, das macht weniger Schaden. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Dass der Gegner versucht, direkt beim Knuddler abzufangen, habe ich mit gerechnet. Dass ich aber einen Spukball überlebe, war mir klar. Und der Move, der Eisenschädel, macht, glaube ich, auch durch die Effektivität mehr Schaden, weshalb ich mein Schild... den brauchte ich halt dafür. Jetzt musste ich gucken. Ich durfte bei Giratina mir nicht zu viel Energie holen, sonst wäre da eine weitere Attacke reingekommen und die hätte mich halt zerstört. Wenn ich die geschildert hätte, wäre da direkt der Eisenschädel gekommen. Das wäre Mist. Miesen. Sehr, sehr knapp gewesen eigentlich. Aber ich denke, ganz gut ausgespielt. Ja, okay. Es war ganz gut. Ich habe zwar versucht, irgendwie einen Move abzufangen, ist mir aber nicht gelungen.
soll ich nächste Mal versuchen, direkt bei 7 einen potenziellen Spukball abzufangen? Das wäre, glaube ich, auch ganz geil. Dann habe ich nämlich ein Mewtwo mit mega viel Energie und kann später vielleicht snipen. Dieses Matchup finde ich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Die Sofortattacke finde ich auch ganz okay. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. So, mein Freund, dann tun wir jetzt einfach mal so und hätten gegen dich einen Dings eingesetzten Fokusstoß. Soll ich jetzt gleich raus auf Session? Nee, komm, wir gehen hier raus. Denn das Ding hat keine Lust, gegen dein Session zu kämpfen. Von daher, wie spiele ich das? Schilde ich hier einmal? Lohnt es sich, ein Draco dürfte ich theoretisch nicht durchlassen. Es ist leider nur die Attacke. Köderbert ist am Start. Ich hole mir Energie. Und zwar nicht gerade wenig. Du hast einen Fake-Fokusstoß geschildert. Wie sieht's denn mit dem richtigen aus? Auch Interesse dran? Nein. Zum Glück nicht. Der Wechsel ist also auf meiner Seite. Ja, das Matchup ist gut für dich. Gar keine Frage. So, ich hätte meine Finsteraura einsetzen können. Die hätte ich tatsächlich mal einsetzen können. Das ist doof. Warte mal, Stromstoß? Die Wechsel ist hoffentlich nicht ready. Von daher snipen wir dich direkt. Falls du es durchlässt, gehst du drauf. Du gehst komplett drauf, wenn du das hier durchlässt. Und tschüss. Was? Mit einem KP überlebt? Krass. Das war jetzt nicht zu erwarten. Ich hole mir Energie und gehe raus. Fange die Unlichtattacke von deinem wundervollen Shiny auf mein Pokémon ab, welches eine Resistenz aufweist. Der Move war nice. Wir haben jetzt halt drüben mega viel Energie. Und das ist sehr schmackhaft. Du wärst mit Orkan in einer sehr, sehr netten Situation gegen mich. Dass du das da doch nochmal mit einem KP überlebst, verstehe ich nicht. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, gar nicht. Es gibt keinen... Nee, ich kann es nicht nachvollziehen. Falls es ein Orkan ist, würde ich es gerne schilden. Ich habe drüben noch Energie und ich gewinne Gleichstände gegen dein Pokémon. Von daher finde ich das nicht allzu tragisch, hier ein Schild zu nutzen. Denn dein Session wird Gleichstände gegen Mewtwo nicht gewinnen können. Das hier macht leider nicht genug Schaden. Du könntest mich theoretisch snipen. Aber auch nur, wenn du Lust hast, dann farme ich dich aber einfach mit meinem Dings runter. 1, 2, 3. Jetzt setzen wir das ein. Du fängst ab. Finde ich interessant. Finde ich wirklich interessant. Jetzt gehe ich danach in Mewtwo und setze einfach einen Move ein. Das heißt, wir gehen raus, setzen ein und besiegen dich dann hier mit einem resistierten Psychostoß. Kann man natürlich auch machen. Geht. Können wir alles machen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Okay, interessant. Ja, das waren halt gute Matchups. Die Matchups waren jetzt gar nicht so schlecht für mich. Und das vermasselte Set aus dem Primärcup, das sieht gerade ganz danach aus, als würde ich mir das hier wieder zurückholen. Sehr interessant. Ich glaube aber, auf Dauer ist diese Meisterliga leider nichts für mich. Ich habe auch nicht die Zeit und die Motivation, mich hier komplett reinzufuchsen. Müsste ich machen, gar keine Frage. Gerade wenn man was reißen möchte, um Punkte aufzusteigen, sollte man sich mit der ganzen Materie hier schon auseinandersetzen. Aber es passt halt zeitlich nicht. Durch die ganzen Arbeiten und das Familienleben und wenn man dann nebenbei noch PlayStation und so zocken möchte, sieht das zeitlich nicht so geil aus, dass man sich noch hinsetzen will und nebenbei sich dann noch mit dem ganzen Zeug hier auseinandersetzt. Ich glaube, das funktioniert nicht. Von daher einfach mal hinsetzen und so, das ist, glaube ich, nichts. Also einfach zocken, entspannen und das Beste draus machen. Session. Ich mag die Führung, ehrlich gesagt, da ich die Gleichstände gewinne. So, wie spiele ich das am besten? Lohnt es sich hier zu ködern oder eher weniger? Das Problem ist halt, dass er es hier gut auf seiner Seite hat. Er kann mich hier auf lange Sicht einfach runterfarmen. Und das ist nicht nice für mich. Ich habe einen Schildnachteil. Ob ich damit später noch was anfangen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir nicht sicher. Sein Session nimmt mich gleich hops.
Aber dich können wir zumindest schon mal besiegen. Und das hier ist auch gar nicht so verkehrt. Wenn wir da mal ehrlich sind, sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich komme jetzt hiermit. Du wirst komplett farmen. Gar keine Frage. Ich glaube nicht, dass du es durchlässt. Es wäre zu riskant. Habe ich mir fast gedacht, mein Freund. Es wäre viel zu riskant. Mewtwo hält zu wenig aus, um damit reinzukommen. Wie viel macht denn Pferdestärke hier? Würde man das hier einsetzen? Interessantes Team. Berglein doppelschwach gegen Kampf. Gefällt mir. Hat was. Hat auf jeden Fall was. Willst du das hier gleich abfangen? Es ist kein Gleichstand gewesen. Überlebe ich das rein zufällig noch? Nein, ne? Ah, schade. Mit der ganzen Energie drauf zu gehen, ist natürlich krass. Das ist natürlich krass. Mammutell nimmt mich hier hops. Damit habe ich nicht gerechnet. Das Ding in der Backline ist schon stark gegen mich, gar keine Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 im Gleichstand? Ich werde aber Seishin nicht los und ich habe die Befürchtung, dass du hier ganz entspannt auch die eine Attacke überleben kannst. Oder? Warte mal, du schildest. Sehr interessant. Ich brauche zwei Attacken drüben und hier auch nochmal. Ich werde aber auf lange Sicht durch Sofortattacken draufgehen. Das heißt, 1, 2, 3, so. Wir machen das jetzt hier ganz entspannt und danach brauche ich halt nochmal einen Move, um dich zu besiegen. Und dann farmst du mich einfach mit Mammutell. Du wirst mich jetzt leider mit Mammutell farmen. Hätte ich ein paar KP mehr, wäre das kein Thema, da ich erstens meinen Move früher habe und zweitens den Gleichstand gewinne. Ich gehe hier aber drauf und du gönnst mir auch leider nichts. Legende schon erreicht und im 2500er Bereich trotzdem noch am Schwitzen. Wenn es sein muss, dann mach es. Aber egal. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Die Punkte hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Aber dein Mammutell hat sich verdient hier den Win geholt. Gar keine Frage. Ich hoffe dennoch, dieses Set hat dir gefallen. Ich würde mich über dein Feedback freuen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao. Warte. Glatte 9500 Siege ist auch schmackhaft, oder? Das sieht doch schick aus. Es sieht schick aus. Ciao.